Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich stehe hier, ich habe die Kamera ein bisschen angepasst zum letzten Mal, aber perfekt ist es noch lange nicht. Da brauche ich ganz, ganz viel Geld noch für, damit ich hier ein besseres Stativ, eine bessere Kamera habe, das hier besser löse. Ich meine, man sieht den Bildschirm jetzt besser als in der letzten Folge, aber naja, die Softbox da drüber und man sieht ihn nicht perfekt. Aber es ist egal, ich habe viel cooles Feedback bekommen von euch für diese zwei Kameras, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und deswegen machen wir das jetzt dann einfach so weiter, auch wenn es noch unprofessionell ist. Ich probiere es immer weiter zu verbessern und gebe mein Bestes. Was ich auch gesehen habe, wir haben im letzten Video 50 Likes geknackt. Ob wir das wieder schaffen, unbedingt liken. Ich hoffe, wir schaffen wieder die 50, das wäre richtig, richtig cool. Falls du übrigens neu auf meinem Kanal bist oder noch nicht abonniert haben solltest, kannst du gerne ein Abo dalassen und weitere coole Videos genießen, denn es werden bald mehr kommen. Das kann ich euch versprechen. Und zudem natürlich Glocke aktivieren und so, das wisst ihr ja, das ist immer ganz cool. Ich sehe das in den Statistiken, dass das leider nicht ganz so viele gemacht haben und das macht mich ziemlich, ziemlich traurig. Es gibt aber noch was, was mich da ganz, ganz traurig macht und das ist, dass wir gegen Köln nur 1-1 gespielt haben. Das macht mich sowas von traurig. Also, wir waren nicht gut in der letzten Folge. Könnt ihr übrigens rechts oben am i vorbeischauen. Wir haben gegen Dynamo Kiew 1-2 in der Champions League gewonnen. Also ganz, ganz, ganz knapp. Und dann, ihr seht es hier unten oder eben da drüben. Ich weiß noch nicht ganz genau, so wisst ihr Bescheid. Seht ihr, dass wir 1-1 gegen Köln gespielt haben. Da ist auch noch Verbesserungsbedarf. Also das war so lala. Ich fahre meinen Stuhl hinein und setze mich hin, um zu gewinnen. So, das ist jetzt aber auch so ein kleines Derby, kann man ja schon fast sagen. Deswegen, das wird heiß. Das wird richtig heiß. So, wir starten rein ins Game. Ja, keine Ahnung, ne? Also, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich wahrscheinlich immer noch nicht gut genug bin und dass ich immer noch keinen Spielsound habe. Also, ich höre immer noch überhaupt nichts und, ja, bin wahrscheinlich immer noch so kacke wie in der letzten Folge. Ich hoffe es mal nicht, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Da können wir uns durchsetzen, aber der Ball geht daneben. Boah, Augsburg direkt mit einer guten Chance. Oh Mann, auf Müller! Scheiße! Oh, ey, wie die mich die ganze Zeit auch umhauen wollen. Das war richtig knapp. Und da ist die nächste Großchance für Augsburg. Ich weiß nicht, das ist so, ich hasse das. Wenn die Gegner genauso wie sie jetzt spielen, das hasse ich einfach. Aber es ist oft so. Das ist, keine Ahnung. Die stehen hinten komplett dicht. Ich kann wirklich fast nicht durchkommen und dann kontern die so gut und ich kann halt nicht so gut verteidigen und deswegen ist das eigentlich so, ich kann vorne nichts machen und hinten nicht. Perfektes Spiel, hätte ich gesagt. Boah, ey, krass. Okay, jetzt fällt wahrscheinlich gleich das Tor. Neuer hält wieder stark. Exzellent, muss man sagen. Richtig gut. Jetzt, jetzt schieß doch! Aha. Oh, Neuer. Also der Spieler des Tages wahrscheinlich. Außer hier schießt noch jemand einen Hattrick. Oh, fuck. Oh, Neuer, was? Halbzeit. Krass. Leute, 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 also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss noch viel üben. Ich muss noch viel, viel üben, weil ich meine 0-0 zur Halbzeit und guck mal auf diese Statistik, also what the fuck? Jetzt! Jawohl! Yes! Da ist es doch! Da ist es doch! Wenn ich übersteuere, ist scheißegal! Das muss ich noch rauskriegen, dass ich meine Mikrofonlautstärke richtig einstelle von diesem komischen Ding da. Aber yes! Verdammt! Boah! Da musste es kommen! Und Kingsley Coman mit der nächsten Chance. Oh, dass der drin ist! Dass der drinnen ist! 2-0 und das ist so, so wichtig! Das ist so, so wichtig! Yes! Das bringt uns natürlich ein bisschen Sicherheit. Dieses Tor, wir schauen es uns nochmal gemeinsam an. Ich spiele hoch auf Coman.
Er hat es hier super gemacht und geht da an dem vorbei. Der Pass war aber relativ, naja, also den hätte man schon abfangen können. Hat keiner gemacht. Bin ich zufrieden mit. Und von daher nicht schlecht. Boah, Müller, den kannst du auch machen. Und Serge Gnabry, da ist es. Serge Gnabry rührt um 3:0 durch einen Eckball, durch ein Kopfballtor. Und das von Gnabry, puh, weiß ich nicht, das sieht man nicht immer. Das finde ich natürlich ganz nett. Aber schönes Ding, Hernandez neu eingewechselt, macht die Ecke, weiß nicht warum, aber er macht sie auf jeden Fall und Gnabry macht ihn rein. Perfekt, besser geht's nicht. Tja, da hat sich wohl meine Hauptkamera abgeschalten. Naja, machen wir einfach ohne weiter. Und Coutinho setzt sich da sehr stark durch. Er setzt sich immer noch durch, kann den Ball aber nicht gut. Ja, da ist das nächste Ding. Jawohl, so will ich das doch sehen. 4:0, das ist nice. Richtig, richtig schick. Da haben wir auch den Lodder nochmal gesehen, den Trainer. Und ja, Thiago auch frisch eingewechselt. Wir haben jetzt mehr Platz und dementsprechend hat er hier wunderbar eingenetzt zum 4:0. Sauber. Ja, sehr schön, Leute. Was soll ich dazu sagen? 4:0, wir haben es doch gepackt, geschafft. Richtig, richtig nice. Und ja, damit kann man zufrieden sein. Wir schauen weiter, was jetzt noch passiert. Und Champions League, komm mal. Ja, naja, fitnesstechnisch ist es jetzt wirklich nicht geil, aber so sieht die Startaufstellung aus. Ja, ich habe einfach mal Ulreich auch rein. Neuer hat ja gerade richtig gut gehalten. Jetzt pausiert er mal. Ja, naja. Also wir sind ja eh schon weiter eigentlich, ne? Aber. Wäre natürlich cool, wenn wir Erster wären. Ne? Ja, sehr cool. Zweites Match auch zu Hause. Und ja, das heißt, Träume haben wir jetzt schon viermal gehört. Noch viermal, das würde ich mitnehmen. Ne? Ja, Ulreich muss da auf jeden Fall auch hin. Aber krass, dass der aus so einer Distanz schießt. Es war, glaube ich, Abseits. Aber gut, war es auf jeden Fall. Nein, es war kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. 1:0 in der 13. Spielminute. Ich dachte, aber man darf nicht abschalten. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, leider. Aber ich habe mir das so angewöhnt, dass ich jetzt nicht mehr abschalte. Ich denke so, das ist Abseits und dann mache ich irgendwas Verrücktes. Probiere natürlich trotzdem irgendwie ein Tor zu machen oder so, aber halt nicht auf normalen Wege, sondern verrückt halt. Und offensichtlich sagt er hier kein Abseits und wir haben es auf dem normalen Weg probiert und geschafft. Müller netzt ein. Oh, der steht ganz frei. Der steht ganz frei. Robert Lewandowski, 18 und 19. Ich weiß es nicht, ist doch scheißegal. 2:0 auf jeden Fall schon. Das ist super. Das ist richtig gut. Und ich habe das nicht schlecht gemacht, weil ich mir überlegt habe, spiel ihn nochmal raus lieber. Spiel ihn lieber nochmal raus auf die Außen, dass der Ball geflankt wird. Und das habe ich dann gemacht. Und ach, die Flanke war sehr, sehr gut. Lewandowski steht genau da und kann einfach nur noch einnetzen. Mega nice. Und da ist es! Das nächste Ding! Yes! Jawohl! Thomas Müller vor der Halbzeit nochmal. 13:0, ein schulmäßiger, schöner Konter. Tatsächlich auch mal sowas mit dabei. Das war doch super. Also ich bin begeistert, wie das gerade läuft. 3:0 gegen Ajax in der Halbzeit. Das ist nicht schlecht. Also damit kann ich weiterleben. Weiterarbeiten. Ich habe noch keine. Aber das war gut gemacht. Also hier der lange Pass auf Lewandowski, der sich da durchsetzt. Und der Pass kommt tatsächlich in die Mitte und Müller steht da, wo ein Müller halt steht und macht ihn. Ja, Halbzeit. Passt. Läuft. Die Statistik gefällt mir schon besser. Oh. Ja, jetzt kommen sie. In der 60. 3:1. Guter Schuss. So. Passiert. Und da ist das 3:2. Ulreich hält den nicht. Der Ball springt über ihn drüber.
20 Minuten noch zu spielen, wir geraten in Schwanken. Ich verstehe aber nicht ganz warum. Weil es fühlt sich immer noch so an, als würde Ajax nicht so krass spielen. Und ja, ich meine, wir haben natürlich Fitnessprobleme. Ich musste jetzt ein paar Mal wechseln. Zum Beispiel Pavard nicht auf der richtigen Position und sowas. Aber ja, wir haben jetzt auch keinen richtigen Stürmer mehr, dies, das. Aber ja, naja, irgendwie ist das trotzdem komisch. Und jawohl, das war schick. Das war richtig gut. Von Ivan Perisic. 4:2. Und das ist die Entscheidung. 83. Minute. Bitter nötig. Nach dieser zweiten Hälfte. Zwei Tore kassiert. Puh. Hab schon ein bisschen Angst bekommen. Aber das war gut. Und das hat mir gefallen. Und das ist der Shane Storkwing. Und ja, gut gemacht. Ne? Das haben wir, oder ich, gut gemacht. Ne? Ich kann nicht selbst loben. Aber nee, das war ein schickes Tor. Finde ich cool. Top. Richtig, richtig gut. Also die erste Halbzeit war überzeugend. As fuck. Die zweite Halbzeit, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber dann haben wir noch ein super Tor gemacht mit Perisic. Und das reicht dann letztendlich zu einem guten Sieg hier. 4:2 in der Champions League. Und jetzt können wir gleich mal drauf gucken. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall dann der Platz 1 sein. Ich bin ja nicht so doof und habe das letzte Folge falsch gerechnet. Also, nee, Mann. Haben wir geschafft. Also, das ist super. Wir waren punktgleich, differenzgleich und so. Das, da war ich mir schon relativ sicher. Und jetzt haben sie eben eine Niederlage mehr und sie einen Sieg mehr. In der nächsten Folge erfahrt ihr, gegen wen wir in der Champions League ran müssen. Im, ich glaube, Achtelfinale ist das. Außerdem, seht ihr, haben wir das Spiel noch gegen Paderborn. Ihr seht es auch da unten, glaube ich, gegen Paderborn und gegen Schalke. Was ihr auch unbedingt machen müsst, ich werde zwar jetzt noch ein, zwei Folgen aufnehmen, aber ich will trotzdem eure Vorschläge haben für Wintertransfers. Die Winterphase, die Wintertransferphase geht bald los und ich werde das am Anfang der nächsten Folge auch nochmal sagen, aber jetzt unbedingt, wenn ihr noch dabei seid, unbedingt in die Kommentare noch ein paar Vorschläge schreiben, wen wir uns kaufen sollten. Einen Ersatzstürmer brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss da immer Müller in den Sturm packen oder Perisic, also wir brauchen da jemanden, der neben Lewandowski bzw. halt dann immer reinrücken kann, falls Lewandowski nicht spielt oder ein Wechselspieler oder was auch immer. Also da vielleicht was und sonst könnt ihr selbst frei überlegen. Wir gucken da mal, was wir da machen können. Und ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns wieder in dem nächsten Video, was bald kommen wird. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.